Hallo Leute und willkommen hier bei MiApplecat. Heute haben wir ein schönes Zubehörteil für unser Smart Home und zwar eine smarte LED-Schreibtischlampe, die mit Amazon Alexa, mit dem Google Assistant und mit IFTTT funktioniert. Also die kann man wunderbar dort anbinden und dann auch über die Smart Home Hubs, die es dann hier gibt, oder auch per Sprache steuern. Das fand ich interessant genug, um mir das Ding mal anzuschauen. Wir haben hier eine Leistung von 6 Watt, 300 Lumen maximale Helligkeit und von der Farbtemperatur geht es ab 2700 bis 6500 Kelvin. Und eine lange Lebensdauer natürlich, da LED. Also genug der Vorrede, ich packe das Ding mal aus. Und da steht das gute Stück und sie ist sehr, sehr leicht, die Lampe. Also ja, doch, ist ein sehr leichtes Teil. Wir sehen schon, dass wir hier unten Touch-Bedien-Elemente haben für Anschalten, Timer und für den Mode zu wechseln. Ansonsten kann ich noch sagen, wir haben hier einen verstellbaren Hals, der sich hier wirklich sehr variabel einstellen lässt. Sehr schön. Und dann hier den Lampenschirm, wo dann auch hier die LED-Birne dann drin ist. Und ganz hier hinten haben wir noch den Anschluss für den Stromstecker. Ja, und das ist leider kein USB, kein Micro-USB, kein USB-C. Nein, das ist hier so ein proprietärer Anschluss mit Netzteil. Also ich schließe direkt mal hier an und steck mal ein und dann schauen wir doch mal, ob sie auch angeht. Jawohl, da geht sie schon mal an. Wenn ich hier gedrückt halte, ich probiere einfach mal ein bisschen rum, dann dimmt sie runter. Wenn ich nochmal drauf drücke, dann dimmt sie wieder hoch. Dann wird es richtig hell bis auf 300 Lumen. Drauf tippen, ausschalten, einschalten, dimmen. Dann stellen wir mal hier bei Mode. Was haben wir denn da? Dort können wir die Farbtemperatur ändern. Also ein gelbliches Licht, ein etwas weißeres Licht und dann ein sehr bläulich weißes Licht. Also die drei Farbmodi haben wir. Und hier unten gibt es ja noch die Timer-Funktion. 40 Minuten läuft dann der Timer und dann wird die Lampe automatisch ausgeschaltet. Ja, also das funktioniert hier schon mal sehr, sehr gut, aber darum soll es uns ja gar nicht gehen. Denn uns geht es ja darum, das Ganze mit dem Smartphone zu steuern und natürlich mit Alexa. Also kommt mal etwas näher. Werfen wir doch mal einen Blick hier in die kleine Anleitung rein, wie das jetzt hier alles bewerkstelligt werden soll. Wir schauen mal, die ist auf Englisch und auf beiden Seiten ist die auf Englisch gehalten, die Anleitung. Wir brauchen auf jeden Fall die Lampe, ja, wir brauchen eine App dafür. Mal schauen, ob da ein QR-Code dabei ist. Nö, würde ich mal sagen, da ist kein QR-Code mit dabei. Also gehen wir einfach mal in den App Store und suchen einfach mal nach News. Mal schauen, ob wir da was Passendes finden. Und da habe ich sie gefunden. Das ist die News Smart Home App. Noch 0 Sterne, also noch gar keine Bewertungen. Ein neues Ding. Sehr interessant. Ich lade es mal schnell runter. Und während die App jetzt hier runterlädt, kann ich euch noch verraten, das läuft natürlich alles über WLAN. 2,4 GHz wird hier unterstützt. Ein 5 GHz WLAN wird hier nicht unterstützt. Also das müsst ihr noch im Kopf behalten. Funkt euer Router ausschließlich auf 5 GHz, dann funktioniert die Lampe hier nicht bei euch. So, so viel dazu. Und da ist sie fertig installiert. Wir öffnen die News Smart Home App. Mitteilungen erlauben, sag ich mal nicht erlauben. Und jetzt, ja, muss ich mal wieder ein neues Konto erstellen. Wie immer. Ja, und Datenschutz, klar. Dann möchte die App noch auf meinen Standort zugreifen, das braucht sie aber nicht. Und Beginn ihr Smart Leben, Erstellung Familie. Okay, dann erstellen wir mal eine Familie. Also Familienname, gebe ich mal MiApplecat ein. Familienstandort brauche ich nicht und dann sollen wir hier festlegen, welche Räume wir denn haben. Wohnzimmer, Schlafzimmer, egal. Lassen wir mal so, kann man dann auch hier anwählen und abwählen, ja, was man eben nicht für einen Raum hat zu Hause. Küche haben wohl die meisten. Okay, gehen wir auf Fertigstellen. Ich habe erfolgreich eine Familie erstellt. Wahnsinn, Fertigstellung bitte. So, also wir haben hier unseren Homescreen, alle Geräte und dann haben wir hier die einzelnen Räume, wo man dann durch sich gucken kann. Und jetzt muss ich erstmal hier ein Gerät hinzufügen, würde ich sagen. Und dann gehe ich mal hier auf Gerät hinzufügen und wähle mal aus. Ja, was hätten wir denn gerne? Beleuchtung, Beleuchtungsgeräte, sonstiges. Ja, ich würde mal sagen Beleuchtungsgerät. So, schalten Sie das Licht ein und bestätigen Sie, dass das Licht schnell blinkt. Nö, da blinkt nichts. Aber laut Anleitung soll ich das einfach überspringen und auf Weitergehen, also bestätigen.
Dann muss ich hier mein WLAN-Passwort einmal eingeben. Und jetzt wird hier schon verbunden. Na, da bin ich mal gespannt, ob das auch funktioniert. Jawohl, scheint geklappt zu haben. Jetzt kann ich hier noch direkt mal den Namen ändern. Ich nenne sie einfach mal Schreibtischlampe. Und speichere den Namen ab. Kann auch auswählen, in welchem Zimmer sie steht. Ich sag mal hier, die steht einfach bei mir im Arbeitszimmer. Fertigstellen. Okay, dann wäre das wohl soweit alles gewesen. Und ich schaue mal, ob ich jetzt hier die Lampe ausschalten kann. Ja, das klappt schon mal. Ihr könnt das hier jetzt sehen. Ich mache mal ein bisschen heller. So, da kann man es jetzt besser erkennen. Ich mache hier hinten das Lichtchen aus. Jetzt ist hier nur noch das Licht von der Lampe. Und ich kann sie an- und ausschalten. Das klappt schon mal gut. Dann haben wir hier unten noch White. Ah, jetzt kann ich hier nochmal die Helligkeit regeln. Heller oder ganz dunkel runter regeln. Und ich kann auch hier die Farbtemperatur ändern. Also hier sehr warm und dann auf sehr kaltes Licht. Sehr schön. Also hier können wir das frei einstellen. Das funktioniert hier in der App auf jeden Fall schon mal gut. Was haben wir denn noch Schönes? Hier unten gibt es einen Punkt, der nennt sich Smart. Was haben wir dort? Smart hinzufügen. Ah, okay, hier können wir irgendwelche Szenen erstellen, dass mehrere Geräte dann gleichzeitig angesteuert werden, wenn man irgendwie eine Szene auswählt. Oder man kann das automatisieren, je nach Bedingungen, Wetter, Gerät, Zeit automatisch durchgeführt. Also, okay, gehen wir mal da drauf. Szene benennen, wenn irgendeine Voraussetzungen... Okay, das ist eigentlich ganz clever. Hier zum Beispiel sagen wir hier beim Sonnenuntergang sollte das Gerät Schreibtischlampe eingeschaltet werden. Sehr schön. Dann kann ich das noch hier auf ja, die Tage festlegen. Ganztägig, Tag von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang anpassen. Okay, hier hat man echt viele Möglichkeiten. Finde ich echt interessant. Dann soll ich die Szene noch benennen. Dann sagen wir mal, das ist das Nachtlicht. Und auf OK. Sehr schön. Das finde ich auf jeden Fall mal interessant. Also, was können wir noch tun? Hier unten haben wir die ganz normale Timer-Funktion. Da können wir auch hier den Timer hinzufügen und können dann auswählen, wann die Lampe angehen soll, wann sie ausgehen soll. Eine gute Sache zum Beispiel, wenn man im Urlaub ist und das soll alles ein bisschen belebter noch zu Hause aussehen. Schöne Sache. So, aber das hier war ja, sage ich mal, die Pflicht, jetzt kommt die Kür. Wie funktioniert das Ganze denn mit Alexa? Und dafür gehen wir mal in die Alexa-App rein, in das Seitenmenü auf Skills und Spiele. Und dann suchen wir einfach mal den passenden Skill, der hier laut Anleitung benutzt werden soll. Ich habe das doch eben hier schon gelesen. Hier wird nämlich schön beschrieben, wie man das mit Alexa einrichten soll. Oh, das ist die Tuya Smart Skill. Den kenne ich doch schon von früher. Also gehen wir mal drauf hier, Tuya Smart, ich glaube, den habe ich sogar schon. Ja, den habe ich sogar schon angestellt. Okay, wenn ihr den noch nicht habt, also Tuya Smart suchen, Skill aktivieren und dann wäre das Ganze schon soweit fertig. Wir müssen aber noch das Gerät hinzufügen, das machen wir hier. Und mal schauen, ob wir das dann hier so einfach auch finden können. Eine Lampe wäre das Ganze und hier natürlich nur die etwas teuren Marken, die hier angezeigt werden, das haben wir nicht. Wir gehen hier unten auf Sonstiges und auf Gerät suchen. Tja, und das hat nicht funktioniert. Okay, gehen wir mal auf Fehlersuche. Das kann manchmal ja alles ein bisschen schwierig sein. Was ich jetzt mal versucht habe, ist den Tuya Smart Home Skill zu deaktivieren, neu zu aktivieren, nochmal meine Kontodaten einzugeben und dann kommen wir auf diesen Bildschirm Geräte erkennen und ja, wir versuchen es mal, ob diesmal hoffentlich was dabei rumkommt. Hey, es hat geklappt, ein Gerät, Lampe wurde gefunden und dann Gerät einrichten. Fügen Sie Ihr Gerät Lampe zu einer Gruppe hinzu. Nö, brauche ich jetzt nicht, überspringe ich mal. Schreibtischlampe ist eingerichtet und bereit zur Verwendung. Also, sehr gut, Freunde. Ihr habt gesehen, wenn es nicht klappt, Skill deaktivieren, wenn ihr ihn schon habt, nochmal neu aktivieren und dann klappt es auch hier mit Alexa, wie es aussieht. Und ich gehe mal auf Fertig. Und dann probieren wir das mal. Alexa, Schreibtischlampe einschalten. Okay. Alexa, Schreibtischlampe auf 10%. Okay. Dann dimmen wir jetzt mal richtig hoch. Alexa, Schreibtischlampe auf 100%. Okay. Also das Dimmen hoch und runter funktioniert. Schauen wir mal, wie wir die Farbtemperatur ändern. Die ist jetzt hier auf kaltweiß. Alexa, Schreibtischlampe, warmweißes Licht. Okay. Ja, hat auch geklappt. Ich hoffe, man kann es im Video gut sehen. Wir haben jetzt hier ein gelblicheres Licht. Alexa, Schreibtischlampe, weißes Licht. Okay. Und jetzt haben wir hier wieder das kaltweiße Licht eingestellt.
Wunderbar, also funktioniert alles. Schöne Sache, die Einrichtung, naja, die war ein klein wenig holprig, aber ihr habt ja gesehen, das ist manchmal so bei diesen Smart-Geräten mit den ganzen Skills und Verknüpfungen und ja, schlag mich tot. Das Wichtige ist immer das Endergebnis und das hat hier funktioniert. Und von daher können wir auch schon zum kleinen Fazit kommen. Es ist eine nette kleine Schreibtischlampe, muss ich so sagen. Die Materialien, okay, die wirken jetzt hier nicht sonderlich hochwertig, fühlt sich schon halt sehr nach, ja, Plastik an. Der Hals hier, der fühlt sich so nach Silikon an. Natürlich super poseable, also man kann hier sehr gut einstellen, ja, wie der hier irgendwie stehen soll, der Hals. Also das ist eine positive Geschichte. Ihr seht schon, der macht hier einiges mit. Also das finde ich gut. Die Lampe wird schön hell und vor allem, was uns ja hier hauptsächlich interessiert hat, sie funktioniert mit Alexa und darum geht es ja im Endeffekt. Oder auch mit dem Google Assistant, falls ihr den benutzt. Aber ich denke hier, die Alexa, die ist in den meisten Haushalten vorhanden. Also, was soll ich sagen? Eine nette kleine Lampe. Ich verlinke euch diese hier in der Videobeschreibung, also zur Homepage vom Hersteller. Denn aktuell, als ich das Video jetzt hier gedreht habe, war sie noch nicht auf Amazon verfügbar. Vielleicht kommt sie ja noch. Wenn ja, dann findet ihr auch den Link hier unten unter dem Video in der Videobeschreibung. Ich finde sie auf jeden Fall ganz nett. Sie hat ein schönes, schlichtes Design und ja, kann man so machen. Leider ist kein Akku drin. Es gibt eine Variante hiervon, die ist nicht smart. Die hat einen Akku drin. Dann kann man die auch sonst wie hinstellen. Aber hier müssen wir immer das Käbelchen angeschlossen lassen. Wird wahrscheinlich sonst einfach zu viel Strom ziehen bei der permanenten WLAN-Verbindung, die wir hier brauchen. Ja, aber dennoch ein schönes Produkt. Kann man nicht anders sagen. Ich sage jetzt nur noch vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Alexa, schreib dich Lampe aus. Okay. So, Feierabend. Ach nee, ich muss das Video noch schneiden. Alexa, schreib dich Lampe 10%. Okay. Ach, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja.